Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf dem Arsch. Wir erden jetzt weiter auf Feld Nummer. Ich fahre jetzt auf Feld Nummer 23. Das ist hier um die Ecke. Ich begrüße mal alle neuen Abonnenten, auch die Abonnenten, die bisher da waren. Ich habe über den letzten Livestream sehr gefreut. Er war sehr erfolgreich. Sowohl, obwohl ich ja LS-Livestream ein bisschen schief ging, in Anführungszeichen, weil ich ja ein bisschen, sag mal, den Augenblick zu blöd war, den Livestream-Knopf zu drücken, auf Anführungszeichen. Ne? Und der Taco hat sich gerade, ja, in den Graben gefahren. Ja, hier steht mein Raps. Das dauert auch noch ein bisschen, ne? Also. Ich muss ja noch gleich sehen, dass ich den Stroh runterkriege vom Feld. Das heißt, ich gehe mal gleich mal in den Händler rein und guck mal, ob da einen großen Spanner finde. Einen sehr großen. Ich habe zwar einen kleinen, aber dann brauche ich aber nicht spannen, weil der Drescher ja prinzipiell das vorgegeben hat. Könnt ihr aber auch mal sehen. Oh, da ist es schwierig anzufangen. Da muss ich rauffahren und oh je, eine Brücke. Oh. Naja, das ist auch Wiese gewesen, ne? Ob ich da rüberkomme mit dem. Aber mal sehen. Denn wenn ich da nämlich jetzt mit dem rüberfahre und dort drüben anklicke, ist hier kaputt. Mal sehen, ob ich da rüberkomme. Übers Gelände. So, jetzt klicken wir ein. Da bin ich ganz sicher, aber es scheint zu klappen. Wir haben Glück gehabt. Fangen wir ein bisschen an. Und das Thema gleich mal probieren. Einstand bringt nichts, hier müssen wir mal berechnen. Kurzszenario 25, da ist drin, oder da ist drin. Fahrgewende 2 und nicht 3 Fahrzeuge, 1. So, einstellen. Jetzt kommen wir mal unserem anderen Fahrzeug da drüben. Mal laufen, ne? Runter. Sport. Sport um 10:30, das ist gut. Ups. Ey, der hat er leer gemacht. Wahnsinn. Der hat sich aus dem Kram geholt. Also ich habe den jetzt nicht eingestellt für Feld Nummer 24. Aber anscheinend denkt er mit, unser Fahrer. Ist nichts Selbstverständliches. Bisher haben mir die Kurzwegfahrer immer enttäuscht, aber das ist jetzt der Autodrive, der das macht. Und der ist jetzt ein bisschen auf Ruf warten. Ja, okay, wir rufen mal nicht. Deaktivieren. Die werden wir ihn mal Richtung Feld Nummer 25 fahren. Na gut, die Ecke hat er nicht gemacht, hätte ich mal sehen können. Ah, egal. Und das war die Modus weich, ist es halt so, ne? Aber es gibt halt keine Schwierigkeiten, ne? In Anführungszeichen. Jo, das war eben. Oh, da haben wir Glück gehabt. Aber der Hänger ist noch flach. Oh, der wird kommt alleine hoch, okay. Da war ich zu schnell unterwegs, Junge, Flieger immer. Ja, normalerweise wäre der LKW oder der Traktor in dem Falle und der Anhänger Schrott, ne? Sagen wir mal ehrlich, da wäre doch nichts.
Ja, aber einen Krampf im Bein gehabt. So, den ersten Mal machen wir alleine. Ja, ich habe ja nun die neuere Version von Kurzbild auf. Und ihr guckt. 602 0012 DEV, kann aber heißen soll. Und ich habe auch den neuen Outlife-Kurs drauf, den 1105 RC2. Fragt mich, was leichter was heißen soll, aber jedenfalls ist das die offizielle Version, die jetzt aktuell ist. Also wahrscheinlich noch eine Testphase, vermute ich mal, aber ich riskiere es mal, ne? Wir können ja zur Not auch mal zur alten Version zurückkehren, wenn es nicht klappen sollte. Ich werde es überleben. So, da werden wir gleich Stroh vorbereiten. Da werden wir den nach Holland kaufen. Da genügt ja einfach so das ist der Händler Ballenpressen, Ballentechnik für Stroh, da brauchen wir ja nicht unsere guten nicht nehmen, ne? Da reicht ja der aus, ne? Der macht hier Stroh. Der macht Ballen, Quader. Quader könnte man eigentlich auch pressen, ne? Also im Prinzip her ist es egal. Was ist daran anders? 4000? Das ist Ballen, Quaderpresse, achso. Wir machen immer rund. Natürlich Breitreifen. Davon kaufen wir zwei Stück. Zurück. Was haben wir hier? Einen großen Schwader? Lavender? Lavender brauchen wir nicht. Das zockelt ja auch ohne. Das war ja zu klein. Der hat eine Arbeitsbreite von 14 Meter. Dann brauchen wir nicht machen. Dann haben wir ja Prinzip schon vorhanden. Der hat eine Breite von 14,8. 8 Meter. 9. Weil unsere ja, 14,8. Drescher haben 13,5. Ich meine, dann werden die schon gerade, ne? Weil jetzt ist ja ein bisschen kreuz und quer und das wäre für Folie nicht gerade wären, theoretisch, dann brauchen wir keine kaufen. Wegen ein paar Meter. So, jetzt machen wir hier mal einstellen. Und zwar Feld Nr. 25. Feld Nr. 25. Wir machen mal hier eine Zuordnung. Und dann stellen wir ein. Den Rest macht er auf die Leine. So. Der fährt jetzt irgendwo hin. Dass der andere nicht im Weg steht, wurde mir am meisten. Aber hier, greifen wir ein. Werden wir hier gleich mal hier müssen wir noch Felder erstellen, also mit dem Flug. Das geht nicht anders. Und zwar lassen wir ungefähr 10 cm Platz. Und hier werden wir auch ein bisschen nah arbeiten. Denn die Stellen sind vorne genau gleiche.
So, das wird noch reichen. Dann gehen wir mal zum Hof. Und holen uns was für Traktoren, ne? Das bietet sich gerade an. Die müssen eh weggefahren werden. Ne, stimmt nicht. Die können da stehen bleiben. Dann holen wir mal die beiden. Erstmal eine, ne? Da holen wir mal eine Fresse. Lass uns so Feld 44 fahren. Ach, unser. Ich habe ja das Förderband schon gekauft. Kann sie. Hier, das Förderband habe ich gekauft. So, du fährst zum Feld 44 und lass ihn fahren, ne? Und wir fahren, wir laufen, ne, wir müssen zum Hof laufen, gibt's doch gar nicht. Aber wir sind gut zu Fuß hier im Spiel. Im Realleben ist das nicht so, da bin ich ein bisschen träge. Ändern sich. Hier hinten aushängen. Wie gesagt, irgendwann werde ich die Ballen, die Pressen auch entsprechend behandeln, waschen, wegstellen. Wenn wir jetzt zur Erntezeit, muss das ein bisschen flott gehen. Wir müssen ja auch die Felder noch mal neu aufsehen. Da soll nur Raps rein, ne? Nicht heute, aber für morgen. Da wäre ja blöd, wenn wir jetzt nicht zügig arbeiten würden. So, Gras muss auch noch gemäht werden. Also wir haben genug Arbeit. Werden wir auch noch heute anfangen. Jedenfalls heute im Tag. Also heute in der Folge nicht. Der Traktor sieht aus. So, den checken wir auch zum Nannichhof. Feld 44. Anders auch, ne? Gut. Ja. Das ist natürlich nicht so gewollt, ne? Ah, da bin ich ja da, ne? Ich hab 93%, der andere war. Oh, das ist alles gut. Ich sehe gerade was. Da fühlt sich jemand zuständig hier. Na. Ob wir hier wieder rauskommen? Nicht mal Allrad machen, ne? Naja, mit 1000 PS geht's ja. Der ist der für zuständig.
machen wir anders hier. Das ist hier Feld Nummer 24. Werden wir ändern. Dann ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Nochmal danke Holger für deine Straßenkurse. Das hätte ich nie so hingekriegt. Vor allen Dingen in der Zeit, ne? Kann man ja auch wissen, ne? Kostet ja alles Zeit. So, dann können wir gleich mal sehen, dass wir berechnen. So, gleich den ersten. Das heißt berechnen, wir kopieren nur den Kurs, der schon vorhanden ist. Und zwar Erntefeld Nummer 44. Dazu Feldkurs. Das ist jetzt der linke. Wir machen mal auf 0. Fertig. Und einstellen. Du bist auch da. Okay, jetzt machen wir dir. Ja, Erntefeld 44. Feldmodus. Und du bist der rechte. Die machen wir auch auf 0. Sollte eigentlich richtig sein. So, dann müssen wir gleich korrigieren. Das ist jetzt natürlich komplett. Wir müssen nach rechts, ne? Dann machen wir noch von vorne. Hier fährst du ja gerade schon lang, du. In 70 oder so. Die ersten. Die ersten Meter lassen wir mal laufen. Hey, du Vollpfosten hier. Hier bleiben. Gibt's doch gar nicht, du. Wie gesagt, der macht hier 70 km/h, das ist also, aber hat auch entsprechend PS, ne? Wir müssen einen anderen bisschen korrigieren, das haben wir richtig 100%ig. Nehmen wir gleich mit. Meine Arbeit ja zügig, ne? So, muss ich gleich verschieben. Ich glaube, das ist die Richtung. Aber starten wir gleich. Und dann. Da kann ich gar nicht reagieren. So machen. Gibt's doch gar nicht. Nur so verkehrt hier. Nur die erste Bahn mitnehmen, so die andere auch. Naja, gut, ein bisschen Strom oder was mal liegen. Oh, Überfolge, überlange Folge. So, wir schauen, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich sage aber tschüss und ciao, ciao. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.